Bach und Elten, das Vater, hat Wirtschaftskommunikation in Berlin studiert, vielfältige PR- und Kommunikationserfahrung gesammelt. Weißt du das, oder? Ja. Du nicht? Nee, ich nicht. Also ich finde das ein bisschen zu einfach. Aber sein Fahrradreifen, das Smartphone mit... nee, aber ich glaube, also ich meine, das ist C, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das ist, da kriegst du eine eigene Flasche und wenn du die hast, kannst du die überall auffüllen, wo das draufsteht. Das ist total, spart Plastik, spart Müll. Da belohnen wir die richtige Antwort gestellt. So, das ist typisch deutsch. Die war irgendwie zu zäh, allein schon weil es so abstrus. Aber 161, das ist echt eine Menge. Naja. Ja, wenn ich denke jetzt mal so an meine eigene Straße, die ist wirklich nicht lang, allein da gibt's schon. Oh, du hast 6. eine eigene Straße? Nein, also weißt du, was ich meine? Ja, 60 ist schon. Die hat ja nur ein paar Häuser. 4 Meter oder wie? Ja. Aber lass mal, gut. Nee, ich würde das Publikum fragen. Ich habe da keine Ahnung. Ja, okay. Vielleicht hat es einer gelegt. Der Kinderreisepass. Ja, aber sei. Kannst du dir vorstellen, dass jede Bank ein eigenes Streifenmuster hatte? Nee. Ich kann mir auch das mit den Dienstjahren nicht vorstellen. Aber warum? Was ist dein Gefühl? Ich finde die auch zu zäh. Frag mich jetzt nicht, warum. Hm? Weibliche Intuition. Ich kann mir C auch nicht erklären, aber irgendwie finde ich das A ein bisschen merkwürdig, wie die Streifen. Gut, dann machen wir C. Sollen wir machen? Komm, so weitergehen. Ja, muss ja weitergehen. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Genau, muss Haushaltsgummis abgefedert werden. Ach. Könnte man wissen, Heimwerker ist. So, die Einschlagstelle mit grobem Schleifpapier bearbeitet werden. Und dann? Ja, dann ist es ein bisschen aufgeraut und nicht so. Es ist ja noch glatter. Nein, es ist nicht. Du raust es doch an. Du machst die Oberfläche, die einst glatt war, machst du doch dann. Raust du doch auf. Mit Haushaltsgummis abgefedert werden, das macht für mich am wenigsten Sinn. Weil du haust das Ding ja trotzdem rein. Die Nagelspitze, da klopfst du ein bisschen drauf, dann ist das. Ja, aber du hast doch schon mal jemanden gesehen, der den Nagel anklopft, bevor er ihn einklopft? Nee, ich habe aber auch noch keinen gesehen, der einen Hammerkopf mit Haushaltsgummis abfedert oder. Das Holz. Also mal ganz kurz, ich habe auch irgendwie im Kopf, dass irgendeiner den Nagel kurz umdreht und was? Entschuldigung, was? Ich soll ja immer ruhig sein. Was? Komm, sprich weiter. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich schon gesehen, dass irgendeiner erst den Nagel oben ein bisschen breiter macht und dann umdreht. Ja, wenn du das schon mal gesehen hast, dann ist ja alles gut. Dann, nur. Aber wenn das Ding nicht mehr spitz ist, sondern sogar noch mehr Fläche, also noch großflächiger ist und das eingeschlagen wird. Ja, aber das war es auch schon. Das ist halt nur ein Bauchgefühl, ne? Mehr ist es nicht. Und die damit einhergehende Begründung. Aber was such du aus? Deine Begründung ist, das ist dann aufgeraut, nicht mehr glatt und wird dann nicht mehr so gespalten. Jetzt aber. Ist doch nur, wenn das Gleichgewichtsorgan gereizt wird. Es entsteht doch kein Schwindel, wenn Überdruck da ist. Also wenn du irgendwo in der Luft bist oder unter Wasser, dann machst du Druckausgleich, da wird dir ja nicht schwindelig. Und wenn das Trommelfell in Schwingung gerät, ist doch auch kein Schwindel. Das kann doch eigentlich nur C sein. Aber warum wird das, ich meine gut, das wird gleich der Film erklären, wenn das richtig. Das bist du so ruhig auf einmal. Vorher sagst du zu mir, sei mal ruhig. Und jetzt, ja. Die Frage ist, ob das gereizt wird, nur weil was. Also ist das so weit, wo sitzt denn das Gleichgewichtsorgan? Im Ohr. Danke. 2000 Euro. Besaß die weltweit größte Sammlung an. Genau. Es ist so, dass. Mönchengladbach oder C, schärfste künstlich gezüchtete Pfeffersorte der Welt aus Indien. P22. Günter Netzers Diskothek in Mönchengladbach. Warum? Das kann natürlich sein. Die haben auch, wenn in Deutschland irgendwas wildlebend ist, ein Wolf, der kriegt auch erstmal eine Nummer irgendwie nur und nicht wirklich gleich einen Namen, richtig? Okay. Was ist mit der Pfeffersorte? Mit der Pfeffersorte. Schärfste künstlich gezüchtete Pfeffersorte der Welt aus Indien.
Können ja auch alles P-Nummern sein. Dann je schärfer, desto... Ja, ja. Dann macht mich nur wieder P von wegen Pep. Ich bin bei A wahrscheinlich. Das ist ein Puma gewesen, der hat sich da in die Stadt verlaufen. Und tatsächlich war dann wild eben. Die haben sie dann vielleicht irgendwann ein... Ich bin irgendwie dafür. Gut. Für mich. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Mhm. Gesetzt, Elton. Jetzt warten, bis alles da ist. Ich lerne nur aus der Sendung. Team mit Elton, die beiden haben 2500 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Antwort C. Team Bernhard hat getippt. 3000 Euro. Da hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Aber es kommt auch